So, da sind wir jetzt beim zweiten Teil der Blu-ray-Vorstellung zum Buchstaben K. Und wir fangen an mit dem Titel Night and Day. Ja, ist eigentlich ein ganz netter Actionfilm. Zwar nicht besonders gut, aber ich glaube, den habe ich mir damals zugelegt, weil er irgendwie für ein paar Euro bei Amazon im Angebot war. Da habe ich gedacht, schnapp ich da einfach mal zu. Dann kommen wir zu einem deutschen Film, und zwar Coco Way, ähnlich wie Kein Ohrhasen, eher was für die Frauen, aber ich muss sagen, dafür, dass es ein deutscher Film ist, ist er eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann kommen wir zu einem, wie ich finde, der besten Animationsfilme von Disney, und zwar König der Löwen. Ich glaube, da muss man nichts mehr zu sagen. Den sollte eigentlich jeder mal gesehen haben. Und ich bin mir sicher, diesen Film wird man auch noch in 50 Jahren sehen und ihn trotzdem noch gut finden. Also einfach ein genialer Film. Mitreißende Geschichte, tolle Musiknummern. Also definitiv ein Meisterwerk. Klar, wenn ein Film so erfolgreich ist, gibt es natürlich auch noch Fortsetzungen. Hier der zweite und dritte Teil, die aber natürlich nicht an den ersten rankommen. Aber der Vollständigkeit halber habe ich die mir dann natürlich auch gekauft. Der nächste Animationsfilm, Könige der Wellen. Der Film an sich eigentlich nicht wirklich gut, aber surfende Pinguine. Was will man mehr? Also für mich als Pinguin-Liebhaber, ein absolutes Highlight. Dann ein Film, der wirklich ein Highlight ist, finde ich, ist Steven Spielbergs Krieg der Welten. Ich habe den Film damals schon im Kino gesehen und war einfach begeistert. Und ich finde den Film auch heute immer noch genial. Vielleicht ja, bis auf das Ende, aber da wurde ja schon viel drüber diskutiert, aber nichtsdestotrotz finde ich den Film definitiv genial. Und zum Schluss haben wir dann noch zwei Animationsfilme, und zwar Kung Fu Panda und Kung Fu Panda 2. Und ich finde, mit diesen Filmen hat DreamWorks dann endgültig gezeigt, dass sie Pixar mittlerweile schon das Wasser durchaus reichen können, denn die Filme sind von der Animationsqualität erste Klasse und auch vom filmischen her definitiv sehenswert. Also wer auf dicke Pandas steht, der sollte sich die dann auch auf jeden Fall mal ansehen. So, dann sind wir jetzt mit dem Buchstaben K soweit durch. Und im nächsten Video geht es dann mit L weiter.